Wow, kurz Also hier innehalten. also die Meine Höhle und Fresse. die Beleuchtung erinnert mich halt voll an Ark Aberration damals noch, ne? Also Ark war ähnlich von der Beleuchtung, war alles richtig gut. Alter, warum ist es hier so groß, Mann? Da kann man rein. Hier ist irgendwo diese. Ist das hier? Irgendwo ist hier noch so eine Pflanze halt, ne? Ja. Gerne mitnehmen auch. Aber wo ist die? Ist es die da unten? Glaub nicht. Nee. Nee, die kann man sammeln, aber wie sammle ich die? Oh Mann. Au! Oh. Salbeipilz! Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Avatar Frontiers of Pandora. Ihr wunderschönen Koop-Modus am Start mit dem Dennis. Was geht? Was geht? So, ja genau. Nächste Hauptquest steht an und zwar die Kluft der Tränen. Ich finde das Sesva-Bürdenträger, den Sesva-Bürdenträger Sosul in der Kluft der Tränen. Digga, ich drücke immer die falsche Taste. Rino, aber egal. Hier kommt der Fluverino. Der Fluverino, hallo? Der da hinten gelandet oder was? Nee. Das ist meiner. Digga, hat der hier 50 Meter weit weggeparkt oder was? Super. Egal. Yippie! Und los geht's. Nicht gut, mein Ikran hat Hunger. Hab ich nicht irgendeine Scheiße aufgesammelt, dass ich den wieder. Welche Taste waren das? Nein, ich habe auch nichts, Mann. Man muss halt wieder so Nektar einsammeln und den ganzen Scheiß. Wo gibt's denn diese Kacke hier überall? Nix, ne? Ja. Jetzt weiß ich, was du für ein Problem hattest. Langsamer, damit du Luft holen kannst. Oh, hier ist wieder so eine. Hier ist irgendein Lager, hier mache ich mal Zwischenhalt. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ich habe hier eine Pflanze gefunden. Gesundheit dauerhaft gesteigert. Jaha. Na gut. Wo bist denn du? Das war den Beinen, keine Ahnung. Ich bin hier in diesem Dorf erstmal gelandet, in der Hoffnung, dass ich hier was zu essen finde für meinen Ikran. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin, Alter? Dickige Fleischpfanne. Eine Pflanze, die bei der Annäherung zum Platzen neigt. Eine Funkelschote. Toll. Da oben wieder. Ich glaube, ich habe hier auch eine. Lol. Okay. Ich glaube, ich habe da oben wieder irgendwas gesehen. Boah, in der Welt gibt's so viel Kram, Alter. Los, los. Oh. Ja. Das ist wieder so ein. Oh, hier ist mein Essensbeutel ist voll. Können wir ändern. Was kann man denn essen? Ich habe hier so eine Erinnerungsmalerei gefunden. Heißt das jetzt aber wieder, ich muss hier ewig irgendein Zeug machen? Einprägen. Okay. Ich bin erstmal ganz kurz hier weg. Digga, es dauert ja wieder ewig. Jetzt muss ich hier wieder so ein komisches Mausspiel machen. So ein Verfolgungsding. Oh. Ja, oh, ist klar. Kann das Essen nicht mitnehmen. Fuck! Ach du Scheiße, Alter. Ich will mir jetzt hier nicht eigentlich nicht noch irgendwas reinhauen. Ach, wisst ihr was, dann esse ich jetzt den Pilz hier und dann ist gut.
Hab das zum Glück weggelegt, Alter, das Zeug. Mein Essensbeutel ist doch gar nicht voll. Geht immer ewig die Scheiße. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen muss die ganze Zeit. Digga, jetzt habe ich mir den Pilz reingezimmert, obwohl ich schon voll war, damit ich dieses Essen mitnehmen kann. Und jetzt kann ich es nicht mitnehmen, weil es verbuggt ist, oder was? Schwachmaten. Den Pilz reingezimmert. Obwohl ich voll war, jawohl. Oh, du bist soft, gut. Junge. Den Pilz reingezimmert, das ist gut, ey. Ihr hattet eine Aufgabe, Ubisoft. Eine Aufgabe. So, ich kann jetzt hier erstmal nichts weitermachen. Leider. Digga, dann werde ich mal weiter zum... Was ist das hier für ein Spiel, Mann? Zum Zielort fliegen. Plan, was ich hier tue. Was ist jetzt? Q und R, Alter. Oh. Voll, Alter. Was ist? Kein Ernst? Oh, nee, doch nicht. Ah, doch, ich hab's geschafft, scheinbar. Oh. Uff. Oh, eine Brandfrucht. Das ist gut. Alles Leben in der Höhenprägung. Ich glaub, die kann ich dem geben zum Futtern. Das Land, die Bäume. Ah, okay, ich hab einen 30-Minuten-Booster dafür bekommen. Stein muss sich den Riesen beugen. Und nicht nur das. Eigentlich die gesamte Sessua-Kultur. Ihre Leben, ihre Erinnerungen und Geschichten. In allem folgen sie der Richtung des Windes. Aber wie können andere Clans davon wissen? Obgleich die Sarentu ihn nicht mehr davon erzählen können. Ja, ja! Oh, ich fliege jetzt endlich mal dahin jetzt. Digga, 1 Kilometer. What the fuck hast du in der Zeit gemacht, Savannah? Ach ja. Kannst dich auch hier hin teleportieren, wenn du unten da Schnellreise machst. Digga, hier ist auch noch ein Navi-Lager, Digga. Guck dir an, wie viel... Ja, da war ich ja auch drin. Ah, da warst du hier drin, ja? Okay. Digga, aber wie viel hier noch ist auf dem Weg? Ist ja unglaublich. Digga, die Welt hat so krank viel Details. Ist unglaublich. Und du, ja. Du kannst da nicht runterfliegen. Nee, lande am besten. Da kann der Ikran nicht. Du musst runter da. Du musst doch gucken, wo du hinfliegen musst, du! Ja, ich hab keinen Plan, ach so! Du Idiot! Was, wie nennst du mich, du Wichser? wo? Da. Mann, du musst da runter, da gab's doch einen Weg, du! Ey! Da, wo der Wind war. Steig doch! Genau. Da kannst du aber, glaube ich, das Wasser, da kannst du, glaube ich, runter. Da ist kein Wasser. Erstmal Beine gebrochen, Alter. Doch, da musst du hin. Ja, aber ich kann ja hier nicht runter, Digga. Kann nicht gehen. Da stehe ich. Digga, da musst du mir hier mal. Ah ja, machen wir jetzt. Yuppie! So, hallo? Arschen oder? Kommt man da ran?
Da. Ich brauche diese Frucht. Was ist das hier eigentlich? Peitschenblatt. Ah. Oh. Uff. Okay. Übelst interessant aus. Ja, die wäre gut, aber da kommen wir nicht ran. Hm. Nicht, Digga, was ist mit der Pflanze eigentlich verkehrt? Na, egal. So, ist klar. Was für ein Staubgeist bist du? Sei ganz unbesorgt. Ich kenne das Kind. Sosul will dir nichts tun. Genau wie mein bester Käse ist er unter der Rinde ganz weich. Hörst du das, Sasem? So süße Lügen von meinem alten Leder. Minang schickt mich. Hier ist es nicht sicher. Es ist nirgends sicher. Du könntest morgen in eine Schlucht stürzen. Oder Sakro zertrampeln dich. köstlich. Säuerlich und zischend wie eine Skorpiondistel. Die Himmelsmenschen suchen diesen Ort. Die Sarentu sind zurück? Kin, was hast du mir denn sonst noch verheimlicht? Da gibt's noch was. Die Sakru fliegen nun wie die Ikran. Du wirst nicht glauben, wie wir sie jetzt melken. Ah, trink nur, Sarentu. Hier gibt's nichts für die Himmelsmenschen. Doch, gibt es. Sie wollen die Stoßzähne. Wie beliebt wir doch bei all unseren Freunden und Feinden sind. Bitte, kommt mit. Unmöglich. Sasem braucht Hilfe beim Summen, nicht wahr? Ihr wollt dafür sterben? Sosul, wir sollten zuhören. Zuhören? Wie kann ich zuhören, wenn ich das hier hören muss? Das Heulen? Die Flöten. Ihr Summen soll beruhigen, den Kindern Ewas tiefen Frieden bringen. Nicht so. Trauernd, verstimmt, ruhelos. Ich muss sie stimmen. Kann ich das tun? Würdet ihr dann gehen? Gib deine Bürde ab. Dann gehen wir nach Hause und feiern deine Rückkehr. Ich könnte zum Clan zurückkehren. Nach so langer Zeit. Worauf wartest du, Sarentu? Keine Zeit, auf Wind herumzukauen. Die sind so komisch drauf manchmal, ist ja unglaublich. Das war ja ein Typ. Ja. Na gut. Als ich meine Bürde nahm, gab ich... Okay. Ja, ja, hör ruhig mit einem Satz auf, kein Problem, Alter. Hat's auch, hat bei dir auch, ja? Ja, Digga. Als ich meine Bürde nahm, gab ich mich auf einen langen Weg. Ah, toll, eine Story. Gefahrvoll, aber ich gab nicht auf. Dann fand ich Sasem und die anderen. Ein gutes Zuhause. Sicherheit. Und eine Aufgabe. Die Sakru vergessen nie. Manche kommen immer noch zum Trauern. Unsere Vorfahren schufen diese Flöten. Um die Trauer zu lindern. Die Flöten kümmern sich um die Sakru. Und wir kümmern uns um die Flöten. Mit der Zeit lockern sich ihre Seile. Deshalb klingt es wie ein Heulen, wie du sagst. Mit dem Stimmstab kannst du sie wieder straffen. Versuch's mal! Oh, stimme die Windflöte neben Sosul in der Kluft der Tränen. Achso, hier. Geil, das kannst nur du machen. Achso, ich muss es wahrscheinlich straffer ziehen. Nö, passiert irgendwie nichts. Dann muss ich in die andere Richtung machen. Wirklich sehr gut. Ist nicht dein erstes Mal, oder? Ein geheimnisvolles Plan, Licht. Alter. Wunderschön. Jedes Mal, wenn wir in der Nähe dieser Kluft waren, sind die Musiker hergekommen, um die Windflöten zu stimmen. Nachdem die Arbeit getan war, haben sie in der Klippenhöhle gefeiert. Versunken in ihrem Lied.
Die Pflege dieser Flöten wurde von Generation zu Generation weitergeführt. Deshalb wolltest du nicht gehen. Vertrau mir, ich werde mich um sie kümmern. Behalte die Höhle in Erinnerung, wenn du fertig bist. Genieße die Früchte deiner Arbeit und den Frieden. Nicht verfolgte Quests, es war Gemeinschaftsstimme. So. Du hast jetzt ein Seil gestrafft und schon... Wir müssen jetzt ein paar mehr machen, siehst du. Daylan, ich bin in der Kluft der Tränen. Nähern sich Hardings Wilderer? Ich belausche sie. Sie suchen nach irgendwelchen Knochen. Sind aber weit weg von deiner Position. Da hinten sind die noch ein paar. Okay. So, Leck hat den Ort erwähnt. Sind dort noch mehr Sakru? Ihre Gräber. Er ist hier wieder so eine Pflanze? Achso, hier ist... Riesige Gedenkstätte. Der Wind bläst durch diese riesigen Musikinstrumente. Aber sie sind verstimmt. Deshalb klingt es, als würde die Kluft heulen. Ah, das würde ich gern sehen. Wir könnten gemeinsam herkommen. Wenn alles vorbei ist. Ja, vielleicht dann. Alter. Hat irgendwas eingesammelt. Das können wir nur zusammen machen. Bist du überhaupt? Ach, du bist da unten in die Höhle reingegangen, oder? Ja. Ja, da unten ist einfach irgend so ein Vieh, ist ein Gegner. Ja, ich lauf da nicht lang. Was ist das überhaupt? Das macht dich tot mit einem Sakra. Schlag. Sakra. Oh. Ja, er ist ein wenig sauer. Der sieht auf jeden Fall brutal aus. Also komm hier zu mir. Ja, wir sind unterwegs. Da kommst du durch, duck dich. Hab ich doch die ganze Zeit gemacht, Alter. Ach hier, na cool. Mit der Beleuchtung und so ist halt einfach irgendwie. Das ist geil, oder? Ja, ja, ist immer geil. Ach da. Wow, kurz also hier innehalten. Die Höhle und die Beleuchtung erinnert mich halt voll an Ark Aberration damals noch, ne? Also Ark war ähnlich von der Beleuchtung, war alles richtig gut. Alter, warum ist es hier so groß, Mann? Da kann man rein. Hier ist irgendwo diese... Ist das hier? Irgendwo ist hier noch so eine Pflanze halt, ne? Ja, ja. Gerne mitnehmen auch. Aber wo ist die? Ist das die da unten? Ich glaub nicht. Nee. Nee, die kann man sammeln, aber wie sammle ich die? Kann man? Oh! Salbeipilz! Kann da nichts machen. Ah, dann nicht. Da ist die Pflanze. Wo? Hier hinter. Hä? So, unten. Gesundheit dauerhaft gesteigert. Ja, du kannst hier durchgehen. Da ist das Ganze. Oh, ich bin halt Pyrofy. Not bad. Gut versteckt das Ganze. So, und jetzt gehen wir es mal an hier, mal hoch zu krabbeln. Denn wir haben ja noch Aufgaben zu erfüllen. Ganz genau, Zeug zu erledigen. Was haben wir hier? Was ist das hier? Untersuchen, okay. Die Sessua sehen einsam und kalt aus. Die kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Sorgten für Schutz, Wärme und Zufriedenheit. Objekt fallen gelassen von Lebensmittelkorb. Joa, ne? Tiga, was das aber schon wieder für ein Ort ist, Alter. Richtig geisteskrank. Ja. Da ist immer noch der Gegner da draußen. Toll. Hey, ist noch so eine Pflanze. Ich nehme mir nochmal den Pilz mit. Auch deswegen kann ich den nicht mitnehmen, weil du den immer... wenn du den nimmst, kann ich den auch nicht mehr nehmen. Ist ja anders. Ah, sehr gut. Ah, hier ist die. Okay, na jetzt. Jetzt besser. Okay. Oh, das war 1 von 3. Na gut. Joa, Alter, okay. Da oben ist wieder diese komische Pflanze. Da hinten eine. Hier ist irgendwas. So. Damit könnte ich jetzt wieder runter. Achso. Ja, pack schon mal deinen Bogen aus. Könnte es gleich echt eklig werden, Mann.
Weil da dieses Vieh ist. Bist du runtergegangen, oder? Ein ausgewachsener Skara-Boy-Schleicher. Ja, genau, ich bin wieder runtergegangen. Wo ist denn der? Hier. Ich sehe dich gerade nicht mal. Da bist du. Ich bin einfach mal. Ich meine, so viele Leben kann er ja nicht haben. Ah. Ach, er hat ein Schild angemacht. Ja, na klar. Ich glaube, er ist down. Danke für die. Kannst du den irgendwie plündern, oder? Ja, ja. Da gibt's. Oh, Alter, da gibt's 3 ausgezeichnete Kochzutaten von dem Typ. Juhu! Ist ja übel. Das ist ja jetzt echt krass. Aber wir mal ganz kurz eine neue Pfeile machen. Da. Wo sind denn die nächsten Glockerino? Sie sind da rechts oben. Siehst du sie? Ah. Ja. Da ist noch so ein Vieh. Lass mich das mal töten. Ja, na klar. Gehört dir. Ich will auch mal so ein bisschen geile Sachen. Ja, das glaube ich schon down, ne? Ah, ne, noch nicht. Nee. So, gut denn sie. Danke für die Gabe. Ja, es gibt geiles Zeug auf alle Fälle. Oha! Oh, was ist denn hier? Ist das hier eine Falle? Oh. Wo bist du? Da bist du. Reagieren. LOL, man kriegt ja echt übelst Schaden. What the fuck? Oha. Kernherausforderung abgeschlossen. Ja, war natürlich geplant, ne? Freunde. Ubisoft Connect. Levelaufstieg. Okay, cool. So. Aber wir unterbrechen an der Stelle ganz kurz, würde ich mal sagen, Freunde. Mal die Quest in der nächsten Folge ganz gesittigt weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Ciao.